Nicht nur die großen Publisher versammeln sich auf der Gamescom, neben ihnen finden sich jährlich Indie-Entwickler aus aller Welt in der Indie-Arena ein. Wir haben dieses Jahr richtig krass nochmal einen draufgesetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben nochmal über 350 Quadratmeter mehr Fläche bekommen, noch ein paar mehr Aussteller. Wir haben unser Headquarter vergrößert. Wir haben jetzt mittlerweile 83 Spiele auf dem Stand. Wir haben Leute aus 26 Ländern, das sind alles Rekorde dieses Jahr. Es ist richtig krass. Die Besucher sind super zufrieden, alle haben großen Spaß und wir auch. Dabei spielt der Austausch mit den Gamern eine entscheidende Rolle bei den jungen Entwicklern. Wir hatten eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr gutes Feedback. Vor allen Dingen habe ich auch immer darauf gepocht, dass die Leute ein bisschen mehr dazu sagen, auch wirklich in die negativen Sachen gehen, die ihnen auffallen. Und dann bekommt man natürlich auch ein paar Sachen, die negativ aufgefallen sind, was uns super hilft, weil wir jetzt gerade wirklich noch sehr früh in der Entwicklung sind und wir halt mit dem Player-Feedback total gut arbeiten können und jetzt über die nächsten paar Monate dann einfach aufgrund dessen, was wir jetzt heute gehört haben oder über die letzten Tage schon gehört haben, das Spiel einfach besser machen können. Die meiste Rückmeldung ist sehr positiv. Das ist manchmal gar nicht so hilfreich, weil konstruktive Kritik wäre natürlich auch oft besser, was kann man besser machen und so weiter. Trotz des Namens Indie Arena ist die Auswahl der auszustellenden Entwickler begrenzt. Also die Leute, die jetzt mittlerweile hier sind, die sind schon ziemlich weit, weil wir hatten ca. 150 Einreichungen dieses Jahr. Also es wollen mehr Leute auf den Stand, als wir annehmen können. Das heißt, es hat sich halt mittlerweile so ein System etabliert, dass wir auch Leute nicht draufnehmen können. Wir haben so ein ca. 2 Monate Fenster, wo wir Bewerbungen annehmen. Dann scannen wir das durch, Videomaterial, Gameplay-Material. Und also so einfach mal ein bisschen mit dem Game Maker zusammengeschraubt ist hier nichts mehr. Was ich über die Indie Arena sagen kann, die wird jedes Jahr professioneller, größer. So allein die Aufteilung der Stände, die Dekoration, und das wird einfach immer cooler und es macht echt Bock, hier ausstellen zu können. Die ganze Indie-Szene ist halt super vernetzt und ich würde sagen, von so ungefähr 15 Spielen der 80 kenne ich die Entwickler. Also man trifft hier halt auch seine ganzen Freunde wieder. Ja, es ist schon ein bisschen Hühnerhaufen so, aber es macht Spaß, klar. Es hat halt logistisch ein paar Probleme, wie dass halt alles super schnell gehen muss. Heute Abend beim Abbau jetzt zum Beispiel haben wir halt ein 2-Stunden-Fenster, in dem eigentlich alle Developer runter sein müssen von der Fläche und ihr Hardware aber in der Zeit schon zurückgegeben haben müssen und es muss dann alles korrekt abgehakt werden und so weiter. Es ist schon ein bisschen ein Aufwand, aber es lohnt sich halt voll. Die Leute sind alle super happy. Inzwischen kennen wir schon einige. Wir hatten vorgestern Abend noch eine Party alle zusammen, was super schön war, um auch wirklich alle Teams nochmal ein bisschen zusammenzubringen und wir hatten ein bisschen Zeit, die anderen Spiele zu spielen, weil während der normalen Messe bist du halt wirklich hier am Stand festgenagelt und kommst überhaupt nicht weg und kannst halt auch die anderen Spiele nicht spielen und die anderen Entwickler nicht so gut kennenlernen. Von daher zwischendurch nach der Messe so ein bisschen Party gemeinsam zu haben und mit den Leuten zu reden, ist super toll und Konkurrenzdruck oder Konkurrenzgedanken habe ich überhaupt gar nicht gehabt. Gerade bei Indie-Entwicklern ist das total familiär alles. Also wir tauschen uns regelmäßig aus, teilen uns Wasser, teilen uns Sitzplätze, weil das ja mega rar ist. Also man ist hier dann schon, also wir mit unserer Sitzbank sind hier schon sehr gefeiert, weil wir uns dann regelmäßig denen die Plätze anbieten. Aber nee, das ist alles sehr, sehr kollegial hier.